Ja, das ist so ein Witz, weißt du, die Sonne scheint in Strömen. Das ist dann die optimale Erzählung des positiven Einflusses im weißen Wasser. Kannst du das nochmal erzählen, Ingo? Ja, die Sonne scheint in Strömen, wie immer, wenn der Klaus hier ist. Ja, wir sind jetzt hier in Rüdesheim angekommen. Die Sonne scheint in Strömen, wie der Ingo schon gesagt hat. Das riecht immer noch. Irgendwie bringe ich schlechtes Karma hier nach Rüdesheim, weil so wie auf der Hinfahrt hat es auch jetzt hier nach 2 Stunden angefangen zu regnen. Aber hier geht der Punk ab. Ich werde gleich nochmal irgendwann, gleich geht die Parade los. Wann geht die Parade los, Ingo? Müsste gegen 1 Uhr losfahren langsam. Also müsste jetzt gleich losgehen. Also gegen 1 Uhr, ich weiß gerade nicht, wie spät es ist, aber es ist kurz vor 1. Ja. Irgendwie so, ne? Ja, ja, und dann werden wir gleich mal schauen, ob wir ein paar Motorräder filmen können. Mit Sicherheit. 1, 2, 3 oder so. Ja, so eine Handvoll. Ja, auf jeden Fall ist hier echt die Hölle los. Trotz durchwachsenem Wetter. Aber ne, ein Biker kennt keinen Schmerz. Hier, Ingo hat es auch schon standesgemäß, sitzt er auf seinem neuen Bike. Hat er sich gerade gekauft, für teures Geld, antik. ja, hat ungefähr null Pferdestärken. Auf jeden Fall super geil hier. Ich bin gespannt, was hier noch so passiert. Wir werden jetzt gleich erstmal was trinken und so und was rauchen und was essen vielleicht auch noch und so. Und dann gucken wir mal. Ich melde mich später nochmal wieder. Hey, der Christoph ist auch übrigens da. Wink mal. Ja, in dem Sinne, bis später. Ciao. So, Freunde der Sonne. Ah, das kostet Geld, ne? Da sind wir wieder. Also, strahlender Sonnenschein, wie man sieht. Ja, Ingo ist auch immer noch da. Der hat wenigstens einen Hut. Ja. Ja, und der Christoph ist auch noch da. Ja, wir haben es, die Parade ist vorbei. Was soll ich sagen, ne? Das regnet ein bisschen. Minimal. Aber da sind wir schon gewohnt, ne? Also, fahrt niemals nach Rüdesheim. Da regnet es immer, wenn man da ankommt. Ja, auf jeden Fall super geil. Also hier ist echt die Hölle los, trotz Regen. Ich meine, gerade stehen alle irgendwie unterm Zelt, unterm Schirm, aber außer die Polizisten, die haben keinen Platz mehr gekriegt. Wen wundert's? Ja, hier, der Klaus hat im Wet T-Shirt Contest den 3. Platz gemacht. Ich war fast außer Konkurrenz. Ja, auf jeden Fall. Mal gucken, ob das Wetter noch besser wird. Hast du gerade gekotzt? Niemals, niemals. Ja, Leute, also merkt euch, ne, zu viel Alkohol ist nicht gut. Du versaust alles für mich. Ich kann mich nie wieder blicken lassen. Ja. Oh, Parade ist auch noch nicht zu Ende. Da war noch ein Nachzügler. Der musste noch tanken vorher. Ja, Leute, also insgesamt kann ich euch nur empfehlen, hier echt mal reinzuschauen. Scheiße! Nächstes Jahr ist wieder. Dieses Jahr ist vorbei quasi, ne? Zumindest wenn das Video kommt, ist es vorbei. Aber ansonsten echt super Spektakel, muss man sagen. Und ist für jeden was dabei. Außer für Autofahrer nicht. Und für den da, guck mal, der schützt seine Currywurst. Ja, ich hätte es echt gegessen. Man muss Prioritäten setzen. Ja. Ich hätte sie da hinten gegessen, ja. Aber sehr schade, ich habe sie rausgeschickt. Ja, in dem Sinne, ich habe nichts weiter zu sagen, es ist alles gesagt worden. Ich melde mich später nochmal, wenn ich vielleicht wieder ein bisschen trockener bin, was heute wahrscheinlich nicht mehr passieren wird. In dem Sinne, bis später. Ciao.